der Bühne stehen, das Publikum begeistern und so richtig den Rockstar raushängen lassen. Das ist nicht nur essentiell wichtig, um als Band erfolgreich zu werden. Aber hinter dem schönen Schein verbirgt sich das blanke Grauen. Der Proberaum. Abstellkammer gleich. Stapelt sich altes oder kaputtes Equipment, welches schon längst mal bei eBay verkloppt werden sollte. Mikroständer und Kabel aus dem örtlichen Jugendzentrum geklaut. PA und Mischpult, ein Erbstück anno 1983 aus den wilden Zeiten von Onkel Klaus. Und alles mehr schlecht als recht mit Gaffertape zusammengehalten. Das kommt euch bekannt vor? Dann herzlich willkommen bei Pimp My Proberaum. Und jetzt gucken wir uns das blanke Grauen doch auch mal an. Zu Gast bei den Galaxy Spaceman, Freunden von mir, die uns mal ihren Proberaum zeigen und vor allem auch die Problematiken, die sich hinter so einem Proberaum verbergen. Hier angekommen im Proberaum der Galaxy Spaceman, Andi und Sven, hallo, grüße euch. Moin, moin. Jetzt brauche ich gar nicht lang gucken und kenne alte Probleme eines Proberaums. Was ist denn hier los? Ja, das ist ein angenagtes Mikrofon. Aber ich muss auch gar nicht lange weiter gucken, weil da sieht es zum Beispiel auch so aus. Das ist auch so eine ganz alte Nummer, so ein bisschen Gaffertape dran und so. Was sind denn die größten Probleme? Ja, also wir nehmen ziemlich viel auf hier und die größte Rolle ist eigentlich unser Mischpult in Kombination mit der Workstation PC aus dem letzten Jahrhundert. Tastatur kaputt, Kabel kaputt mit Wackler. Und das macht das Leben einfach schwer. Also wenn man irgendwie einfach loslegen will und dann muss man immer das erstmal neu verkabeln und dann geht das nicht und dann verliert man Zeit und dann irgendwann auch den Bock dann daran. Ja. Ne? Jetzt sehe ich zum Beispiel hier im Raum auch nur eine, zwei Boxen. Ist das alles, was ihr am PA hier stehen habt? Das ist alles, was wir haben. Genau, die Boxen haben keine Stative, das ist ein bisschen blöd. Das heißt, wenn man die Sänger können sich eigentlich nicht richtig hören. Was würde euch denn das Leben erleichtern? Ja, also ein Mischpult wäre schön, das alte hat irgendwie auch schon ausgedient. Und die ganzen Kabel müssten eigentlich auch erneuert werden. Also wir bauen es so, dass es irgendwie wieder funktioniert. Ja. Ich würde jetzt gerne mal hören, was ihr so treibt. Ja. Deswegen würde ich euch jetzt mal an eure Instrumente schicken, wenn das okay ist. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wenn ihr euch in dieser Situation hier wiedererkennt oder euer Proberaum vielleicht sogar noch ein bisschen schäbiger ist, dann könnt ihr jetzt das Proberaum rundum sorglos Paket gewinnen. Im Wert von über 6.000 Euro, Komplettausstattung, alles wird schön und alles wird gut vor allem. Und was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich ganz einfach. Filmt euren Proberaum, zeigt uns, wie schäbig der ist, ladet das Ganze bei Facebook oder Instagram hoch, verlinkt uns, Hashtag Pimp mein Proberaum und das Ganze dann bis zum 25. März. Eine Jury wird dann darüber richten, ob ihr wirklich den schlimmsten Proberaum Deutschlands habt. Und mit ein bisschen Glück werdet ihr gepimpt. Alle Infos findet ihr nochmal da. Und jetzt zeigt mal her, was ihr nicht habt.